Letztes Mal in Planet Zoo. Ich möchte jedoch an der Stelle mit dem Silberziel diesen Zoo erst einmal verlassen und zum nächsten übergehen. Das heißt, in der nächsten Episode geht es für uns in einen neuen Zoo, denn dieser hier läuft richtig prächtig. Und nun zurück in die Tierwelt. Tja, und damit herzlich willkommen zurück in Planet Zoo. Und dieser schöne, große, blaugrüne Planet dreht sich wieder vor unserem Auge. Und den kann ich auch drehen, wie ich will. Wir gehen weiter in der Karriere. Ich habe ja das letzte Mal gesagt, wir gehen zurück in die Hauptkampagne. Wir hatten ja die Silberziele für beide Arktisparks erreicht. Für den ersten eigentlich sogar Gold, was nicht registriert wurde. Das Problem hat man ja schon mal. Aber im mexikanischen Arterhaltungspark hatten wir das letzte Mal Silber geholt und ich habe mich dann entschieden, es dabei fürs Erste zu belassen und weiterzugehen in Meyers Seeinsel Zoo. Eine enge Kiste. Und mal gucken, ob wir es da auch wenigstens auf Silber schaffen. Meyers Seeinsel Zoo. Meyers Seeinsel Zoo, der in einer sonnenverwöhnten Ecke Griechenlands liegt, war Dominik Meyers erster Versuch im Zoogeschäft Fuß zu fassen. Daher hat er klein angefangen und dann so viel hineingestopft, wie er nur konnte. Das Ergebnis ist ein recht unterdurchschnittlicher Zoo. Es gibt also jede Menge Verbesserungsmöglichkeiten, sofern du genügend Platz dafür findest. Dann lasst uns doch mal versuchen, diesen Platz zu finden. Hey du, setz dich besser. Ich habe ein paar Neuigkeiten. Ich sitz schon. Vor einer Woche ist Bernie in der Arktis verschwunden. Ich habe es gerade erst erfahren. Scheinbar war unser wunderbares Direktorium der Meinung, dass es besser ist, niemanden davon zu erzählen, solange die Suche noch läuft. Aber vor ein paar Tagen wurde die Suche eingestellt. Und sie haben ihn nicht gefunden, also haben sie ihn für tot erklären lassen. Oh je. Damit sie Bernies Zoos verkaufen können. Was? Alles ist weg. Von den Affen bis zu den Zebras. Sie haben nicht mal gewartet, bis Bernies Tochter Emma zurück war, bevor sie sich die Taschen vollgestopft haben. Na prima. Das Unternehmen an einen schmierigen Hedgefondsmanager namens Dominik Meyers verkauft. Der will mit den Zoos garantiert nur sein ramponiertes Image aufbessern. Naja, aber er ist jetzt ein neuer Boss. Meiner aber nicht, denn er hat mich gefeuert. Oh, oh. Viel Glück. Ich weiß, du wirst dein Bestes geben und die Tiere beschützen. Wir haben doch aber mit Bernie noch gesprochen in der Arktis. Na, also, das kann nicht sein, dass der weg ist. Ach, da bist du ja. Vorneweg. Es tut mir leid, dass wir uns unter diesen schrecklichen Umständen kennenlernen. Das glaube ich dir jetzt. Benjamin. Nein, Bernard. Wirklich bewundert. Deswegen weißt du nicht meinen Namen. Wir waren richtig gute Freunde. Deshalb wird es mir eine Ehre sein, sein Lebenswerk fortzuführen und die Leute dafür bezahlen zu lassen, dass sie sich die Tiere ansehen dürfen. Aber ich merke, du bist immer noch traurig. Vielleicht hebt das deine Stimmung. Ich beauftrage dich mit der Zoobereichsleitung. Das ist ein äußerst wichtiger Posten. Aber dein Gehalt bleibt gleich. Ja. Außerdem habe ich einen neuen Zoo gekauft, um den du dich kümmern wirst. Er braucht ein wenig Aufmerksamkeit, aber das schaffst du schon. Du musst nur dafür sorgen, dass die Tiere zufrieden sind, die dummen Demonstranten abhauen, der Zoo wächst und profitabel wird. Und wir einen Grizzlybären und einen sibirischen Tiger haben. Dann müssen wir noch eine kleine Inspektion überstehen und du wirst so viel Freizeit haben, dass du gar nicht weißt, was du damit anfangen sollst. Ah, und du musst Bärenforschung betreiben oder so etwas in der Art. Details habe ich vergessen. Gut, die Details können wir uns jetzt ansehen, aber wir werden hier erstmal in den Pausemodus gehen und uns erstmal anschauen, was hier so verbrochen wurde. Okay, also unser Ziel ist auf jeden Fall für Bronze erstmal jährlich 15.000 zu erwirtschaften, 1150 Gäste zu haben für mindestens 3 Monate. Und keine Aktivisten. Gut. Okay. Darum werden wir uns erstmal kümmern. Als allererstes müssen wir aber mal schauen. Wir haben hier jede Menge Probleme. Ja. Okay. Okay. Also ganz langsam eins nach dem anderen. Hier geht alles drunter und drüber. Wo ist denn, hier ist der Eingang zum Zoo und da arbeiten wir uns am besten einfach mal langsam aber sicher vor. Die Frage ist auch,
wird dieses Stückchen Monorail hier wirklich profitabel werden? Wie viel will dann, was verlangt er denn eigentlich dafür? So an Geld. Jährliche Einnahmen. Wo kann ich denn hier? Ich muss doch irgendwo einstellen können. Ja, Station. Genau. 15. Nee, das ist ein bisschen viel. Wir machen mal 9. Ich meine, es stehen ein paar Leute an, aber das klingt mir ein bisschen sehr, sehr viel. Okay, dann gehen wir wieder raus auf die andere Station und machen hier auch 9 draus. Ich schätze mal, damit werden wir wohl ein bisschen besser fahren. Okay. Hätten wir schon mal einen Schritt getan. Jetzt müssen wir schauen in die Zoo-Übersicht. Was verlangt er denn? 20. Das könnten wir vielleicht durchsetzen, wenn wir den Zoo auf Vordermann bringen. Aber für Kinder gehen wir mal auf 16 runter. So, das machen wir als allererstes. Dann Tiere. Nach Wohlbefinden ordnen bitte. Unseren Zebras geht es überhaupt nicht gut. Ach du Oh, ich sehe schon, das ist einfach viel zu klein, das Gehege, oder? Das wird's doch sein. Das ist doch totaler Mist hier, oder? Lass mal gucken. Genau, das Gelände ist viel zu klein. Passen die theoretisch mit den Nyalas zusammen? Lasst mal die Zoopedia schauen. Interspezifische Gemeinschaften profitieren nicht, aber könnte man vielleicht trotzdem. Ich weiß es nicht, wenn ich hier die Barriere mal bearbeite und nehme das hier mal raus. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber wir probieren es einfach mal. Wie sieht es denn jetzt aus? Immer noch viel zu klein. Oder? Wir haben aber nicht viele Möglichkeiten, das Ganze zu vergrößern, oder? Hier drüben haben wir Giraffen, denen wird es auch zu eng sein. Nee, bei denen haut es genau hin. Wie sieht es denn bei denen aus? Interspezifische Gemeinschaft. Springbock, aber die könnten mit dem Zebra zusammen. Okay. Das bedeutet, wir könnten diese Wand hier noch rausnehmen. Oder einfach ändern. Moment, wir bearbeiten jetzt mal diese Barriere. Gehen nochmal hier hin. Und schauen mal, dass man hier vielleicht wieder. Lass mal Snapping wieder anmachen, kann ich hier bitte? Achso, ja. Gut, okay. Erstmal so. Gut. Dann nehmen wir raus dieses Stück Barriere hier. Denn die können zusammen. So. Dann müsste das jetzt mit dem Platz eigentlich erstmal okay sein. Update mal bitte. Wieso kommen die immer noch nicht weiter? Mal die Heatmap anmachen und mal gucken. Die können hier fliehen, aber naja, ach so, die kommen hier gar nicht bis rüber, war Moment. Der müsste hier auf jeden Fall erstmal updaten an der Stelle. Was? Gehege wurden zusammengelegt und sind ungültig geworden. Okay. Das war dann jetzt wohl nicht ganz so gut.
Ja, das ist dieses eine Gehege da. Und dann gehen wir mal auf Barriere bearbeiten und gucken mal, wenn ich das hier mal rumziehe, genau so. Und dann hier lang. Und mache hier einfach mal generell jetzt eine Wand draus. Haben wir da jetzt wieder ein zusammenhängendes Gehege. Es sieht nicht so aus. Nee, nicht wirklich. Aber warum nicht? Gehege wurden zusammengelegt und sind ungültig geworden. Entferne überflüssige Gehegeeingänge oder errichte Wände, um die Gehege zu trennen. Okay, überflüssige Eingänge. Da müssen wir mal gucken. Also hier haben wir auf jeden Fall Eingang zu den Zebras und den Giraffen. Gibt es hier noch einen zweiten Eingang? Ja, hier. Dann bearbeiten wir mal die Barriere und machen hier eine Wand raus, beziehungsweise nehmen das mal raus. So. Dann bearbeiten wir das nochmal. Ja, warte mal, das sind doch die Nyalas gewesen. So, jetzt gehen wir hier nochmal kurz raus. Was haben wir denn hier? Hier haben wir jetzt... Nee, das bringt alles nichts. Wir müssen... Ach nee, hier ist ja noch ein... Hier ist noch ein Eingang, alles klar. Der hier muss erstmal weg. So. Was Tiers entkommen, das kann gar nicht sein. Dann haben wir hier unseren Eingang. Für die Zebras und die Giraffen. Genau, das ist jetzt ein Gehege. Das passt jetzt. Das hat er erkannt. Das ist angeblich entkommen. Das kann ich mir nicht ganz vorstellen. Wir können aber die Zebras mal schnell als Notfall hier alle einfangen. Und dann verlegen wir das Tier. Umverlegung nach Giraffe. Genau, nach Giraffe, nach Giraffe. Das passt soweit. Und hier ist ein übelster Traffic Jam. Ja, die hauen alle ab, aber was? Warum? Es ist doch aber gar nichts mehr entkommen. Oder sind die hier auch entkommen? Nö. Die sind noch auf Giraffe. Und denen geht es an sich eigentlich ganz gut mit dem Gehege. So. Die müssen jetzt noch verlegt werden. Wie sieht es denn mit euch aus hier? Zustand des Tieres entkommen. Ja, nee, dann müssen wir hier auf jeden Fall mal dafür sorgen, dass hier wieder eine Gehegetür reinkommt. Ah, das hat jetzt nicht... Hat das geklappt? Nee, das hat natürlich nicht geklappt. Kann ich nicht hier irgendwie... Achso. Nee, das hier möchte ich ganz kurz verschieben. Genau nach da. Dann müsste das soweit passen. Das können wir jetzt mal als Notfall einfangen hier, das Tier. Und die Verlegung geht jetzt nach Gehege 36. Ist es Gehege 36? Es ist Gehege 36. Sehr schön. Gut, dann hätten wir hier das Problem schon mal geregelt. Der passierbare Bereich, dann müssen wir nachher mal gucken, ob der groß genug ist oder ob wir einfach hier noch ein bisschen abtrennen müssen. Das wird sich zeigen. Ja. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Wie sieht es denn aus? Mitarbeiterzufriedenheit? Nee. Tierwohlbefinden ist auch überall eher schlecht. Wasser. Okay.
Da, wo es nötig ist, haben wir es scheinbar. Stromversorgung ist auch gegeben. Gebäude. Was haben wir denn hier so Schönes? Ah, was bist denn du? Ach, du bist einfach ein geschlossener Soda-Stand. Nicht das Problem. Ich hätte jetzt aber gerne erstmal nur Mitarbeitereinrichtung. Dann haben wir die hier. Das funktioniert aber an sich jetzt nicht so schlecht. Ja, ist eben die Frage, brauchen wir mehr davon? Aber ich würde es erstmal dabei belassen. Negativer Einfluss auf Gäste. Jetzt mal abgesehen von den Demonstranten. Haben irgendwelche Gebäude negativen Einfluss? Es sieht erstmal nicht so aus. Das scheint hier halbwegs okay zu sein. Hier, das ist jetzt nicht so okay. Aber ich glaube, damit können wir vorübergehend erstmal leben. Nur fürs Erste. Bildungsstufe. Ach, Bildung haben wir überhaupt keine hier im ganzen Zoo. Na gut. Okay, dann schauen wir jetzt mal bei unseren Mitarbeitern rein. Erstmal in die Arbeitsbereiche. Was haben wir denn hier? Ja, die haben überhaupt keine Gebäude. Die kriegen jetzt erstmal diese Mitarbeitergebäude noch dazu. Und dieses Mitarbeitergebäude noch dazu. So. Gut. Dann der nächste. Die kriegen auch diese Mitarbeitergebäude. Hier ist noch eins unten drunter. Dazu. Und das ist hier vorne der ganze Bereich. Dann müssten wir aber das Gehege noch mit reinnehmen, sonst ergibt das wenig Sinn. Und dann haben wir hier noch einen Arbeitsbereich. Da müssten diese Sachen noch mit rein. Und vor allem dann auch die Mitarbeitergebäude hier. Gut. Wie sind denn unsere Mitarbeiter aufgeteilt? Drei Bereiche. Okay. Wie sieht es denn hier mit dem Gehalt aus? Weiter runter können wir nicht gehen, ja. Nee, das passt also soweit. Wir müssten aber vielleicht dann auf kurz oder lang mehr Leute einsetzen. Aber da schauen wir erstmal. Eingangsinsel in der Bereich und dann heißt ein freier Tierpfleger. Da müssen wir jetzt trotzdem erstmal gucken wegen der Kohle. Genau, da machen wir 1050 hier an der Stelle und hier machen wir, okay, das ist schon soweit in Ordnung. Techniker haben keine Arbeitsbereiche, dann teilen wir die mal auf. Wie sieht es mit der Bezahlung aus? Ist alles okay, wie es aussieht? Na, nee, der kann weniger. Dann kann der hier auch weniger. Dann kann der auch auf 1050. Ja. 1050, genau. So. Dann haben wir hier die ganzen Verkäufer. Die sind natürlich auch nicht eingeteilt. Aber gut, dann lassen wir das mit der Einteilung bei denen. Dann sollen die sich frei aufteilen. Der hat auch keinen Arbeitsbereich, der Tierarzt. Ist das gut oder ist das schlecht? Ich lasse es erstmal dabei. So, hier haben wir einen Mitarbeiterraum, der randvoll ist. Hier könnten wir noch... was haben wir denn hier so schönes? PR-Kurs vielleicht? Ja, das machen wir mal. Gut, okay. Dann sollte jetzt erstmal alles erreichbar sein und sich das nach und nach einpendeln. Jetzt müssen wir bei den nächsten Tieren mal gucken. Die Nialas stehen dann noch auf dem Plan. Was haben wir denn hier? Was ist denn mit euch, Kollegen?
Gehege mittelmäßig. Stabiler Rückzugsort ist nicht vorhanden, aber zumindest das Gelände passt. Da haben wir aber nichts zum Klettern. Hm. Naja. Zum Klettern kann man höchstens hier in der Mitte was packen. Sie brauchen auch noch einen stabilen Rückzugsort. Dann würde ich den vielleicht hier hinten mit ranpacken. Wir haben hier einen Mandrill. Gehege. Ich hätte gern die Art Mandrill. Und hätte gern hier Rückzugsort einfach. Das können wir so übernehmen. Und den packen wir hier einfach mal mit ran. Dann müssen wir mal schauen, ob der auf dem Boden ist, damit unsere... Ah, Moment, wenn ich den jetzt da hinsetze, dann kriege ich ein Problem. Dann klettern die nämlich aus dem Gehege. Befürchte ich zumindest. Dann senkt man das hier mal rein und packen hier gleich noch bisschen Schlafplatz mit drauf. Na komm. Ja, von mir aus so. Erstmal als Notlösung. So. Wie sieht's denn jetzt aus? Update mal bitte kurz. 38%. Das ist jetzt nicht so viel. Ich muss aber aufpassen. Wegen dem passierbaren Bereich. Das ist nämlich erkletterbar hier an der Stelle. Ich würde dann trotzdem mal hingehen, würde mir das Ding nochmal duplizieren. Und einmal hier rumdrehen. Und dann gucken wir nochmal, wie es denn aussieht. Zumindest mal auf 80%, das ist schon mal nicht schlecht. So, der passierbare Bereich ist auch erweitert und dann können wir noch was zum Klettern hinpacken. Ja, warum eigentlich nicht einmal eine Rampe? Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Na, dann packen wir hier mal noch die Verbindung nach unten hin. Aber zusätzlich hätte ich gern noch mehr zum Klettern hier an der Stelle. Einfach mal so ein bisschen hier rüber. Und dann stellen wir uns hier am... Naja, gut. Von mir aus kann das jetzt auch so da bleiben. Dann drehen wir uns hier mal eins. Ja, wieso nicht? Und dann drehen wir uns hier nochmal eins. Und gucken mal, ob wir das hier irgendwie halbwegs glaubwürdig mit ranbekommen. Machen wir mal die Heatmap aus. Ja, das sieht ganz okay aus. Und dann eine Plattform hier oben drauf. Und dann hätte ich auf jeden Fall gern noch einmal mein Multitool hier. Und das Ganze hier kopiert. Nochmal daneben hin. Kann man das so lassen vielleicht? Ja. Und dann müssen wir mal schauen, ob die jetzt glücklicher sind. Schauen wir doch mal. Jawohl. Das sieht doch ganz gut aus. Können sie irgendwo abhauen und rausspringen? Sieht nicht so aus. Sehr schön. Ah, wieder einem Tier geholfen. Beschäftigung durch Spielzeug für die Spezies ist noch nicht so gut, aber das ist was, wo wir später mal rangehen. Pflanzen sehen nicht gut aus. Wie sieht es denn aus? Wir brauchen mehr Bepflanzung. Und zwar Afrika tropisch.
Gehen wir mal in Natur rein und machen die Heatmap mal aus. Filter, Biome, Tropen und Kontinent Afrika. Und dann können wir auf jeden Fall hier und da mal noch was hinstellen. Und die sind, da müssen wir nur wieder aufpassen, weil die sind auch erklimmbar zu großen Teilen. Der ist aber ein bisschen sehr groß für dieses Gehege. Eine Kokospalme, bringt mir das wirklich was? Ja, tatsächlich. Dann vielleicht noch ein bisschen hier so Fahne und so. Gut, ne? Was haben wir denn noch so Schönes? Ja, jetzt sieht das an sich ganz gut aus. Jetzt müssen wir nur wieder darauf achten, dass sie nirgends ausbrechen können. Ah, das sieht ganz okay aus. Ja, das sieht okay aus. Alles klar, so stabiler Rückzugsort ist noch ein bisschen knapp. Dann könnten wir es uns aber einfach machen, könnten das bearbeiten und könnten einfach hier hingehen, einmal nach da duplizieren und dann nochmal nach da duplizieren. Dann sollten wir schon wieder ein bisschen mehr Rückzugsort haben. Ja, geh mal raus hier aus dem Baumenü. Okay. Update mal. Jawohl, das sieht besser aus. Sehr schön. Wieder einem Tier geholfen. So, wie sieht es denn hier mit euch aus? Lebensqualität ist ganz, ganz mies. Und die haben auch keinen stabilen Rückzugsort, die Erdferkel. Toll. Erdferkel klettern aber nicht großartig. Das heißt, wir brauchen jetzt wieder Gehege. Und zwar Zeugs für Erdferkel. Da waren sie, da sind sie. Nehmen wir mal den hier. Da die nicht klettern, packen wir den mal hier ran. Und kopieren uns den mal. Ich muss jetzt halt so günstig wie möglich irgendwie hier für Abhilfe schaffen. Gut, stabiler Rückzugsort ist top. Der Rest ist erstmal okay, soweit wie das aussieht. Ich habe hier eine Pflanze, die nicht okay ist. Da haben wir das auch geklärt. Gelände haut soweit hin. Gut, da haben wir jetzt erstmal das Nötigste an der Stelle. Was machen unsere Schildkröten? Haben auch keinen stabilen Rückzugsort. Das gibt's doch alles überhaupt nicht. Gehege. Einmal Galapagos Riesenschildkröte. Tja, gut. Dann platzieren wir uns erstmal ein bisschen was davon. Und da bauen wir uns jetzt was drüber. Weil da wird mir nämlich das, was ich eigentlich haben wollte, gar nicht aufgelistet. Aber wir können ja selber aktiv werden. Das ist ja kein Problem. Haben wir denn aber vielleicht irgendwas, was nicht auf Raster gebaut wird? Gibt es da was, was man verwenden könnte? Ja, erstmal diese Balken hier gegebenenfalls. So. Gut, dann schnappen wir uns den mal mit unserem Multiselect-Tool und duplizieren uns den einmal hier rüber. So, und dann das Ganze nochmal. Schnappen wir uns mal alle.
und holen die mal hier vor. Und dann gucken wir mal, dass wir Wanddekor eigentlich weniger auf der anderen Seite. Fenstergitter, nee. Sollte schon was Dichtes sein. Eine Planke bemalt. Ein bisschen sehr klein an der Stelle. Aber wenn ich hingehe, drehe mir die mal. Aber auch mehr in diese Richtung. Kommen wir hier hinten an, wo wir ankommen wollen. Naja, so halb. Gehen wir mal noch ein bisschen rüber. Und drehen sie noch ein Müh ein. Gucken wir mal, kommen wir jetzt hier. Ah, das geht schon. So, einmal hier ran. Und dann schnappen wir uns das Ganze einfach. Ja, das war jetzt nicht der Plan. Ja, dann gucken wir mal, dass wir das noch auf der anderen Seite rüber kopiert bekommen. Einmal nach da. Das müsste ja vom Winkel her eigentlich auch noch passen. Jawohl, das tut's auch. Und jetzt will ich da aber trotzdem ein Dach drauf haben. Was nehmen wir denn als Dach? Das ist ein bisschen groß an der Stelle, aber das könnte man nehmen. Wenn ich jetzt mal hingehe, mach das Snapping an und mach mir das mal vertikal. Und dann müsste die Ausrichtung an sich eigentlich passen, dass wir hier hinten ankommen. Naja, wir sind noch ein bisschen zu niedrig, glaube ich. Gut, dann machen wir das so. Ja, das ist schon... Als Notlösung geht das, denke ich, klar. Die beiden hätte ich dann doch gern nochmal ein bisschen nach innen. Ja, so, schon okay. Dann müssen wir mal gucken, ob das von der Schildkröte wahrgenommen wird. Ja, gut, dann haben wir zumindest halbwegs was geschaffen hier. Und jetzt müssen wir zum nächsten. Na, Moment, haben wir hier noch andere Probleme? Nee, nur Dinge, die wir ansonsten anderweitig regeln können. Alles klar. Gut, dann müssen wir jetzt wieder in unseren Zoo gucken und nochmal in die Tierübersicht. Wohlbefinden. Die Tüpfelhyänen sind ganz schlecht drauf, weil sie auch viel zu wenig Gelände haben. Da haben wir aber relativ wenig Platz, was zu machen. Da könnten wir höchstens mit unserem Geländetool hier eine Höhle schaffen. Und kommen die überhaupt rein in die Höhle? Ja, gerade so, aber viel Bereich, wo sie sich bewegen können, ist ja nicht. Upsi, wir können das Gelände gar nicht bearbeiten. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Wir haben da 559 Quadratmeter. Wie viel brauchen die denn theoretisch? Nur 310. Wir haben 497. Das ist auch zu wenig für eine Tüpfelhyäne. Wie viele Tüpfelhyänen haben wir eigentlich? Nur die eine? Ja, ein Tier, ja. Dann gehst du mal bitte ins Handelszentrum. Dann bleibt das erstmal frei hier. So, dann benennen wir das gleich mal um in leer.
Okay, so unsere Warzenschweine, wie sieht's denn bei denen aus? Die haben natürlich auch keinen stabilen Rückzugsort, ist natürlich klar, ne? Wieso sollten sie das auch haben? Gehege. Einmal Warzenschwein. Ja, da kann man wieder sowas nehmen, das ist gut. Was möglichst Großes vielleicht hier hinten hin. Das Ganze wieder ein bisschen runterholen und dann gucken wir mal, ob das passt. Ja, an sich passt das und das reicht auch fürs erste Mal. Aber am Gelände haben wir noch ein Problem, nämlich zu wenig kurzes Gras und viel zu viel Erde. Das ist aber nicht das Problem, das können wir absolut ändern. Und wir haben noch zu wenig langes Gras. So, jetzt passt das. Die Bepflanzung ist noch ein bisschen zu gering und wir haben auch die falschen Pflanzen drin. So, was brauchen sie denn? Graslandschaft, Tropen aus Afrika. Natur. Das ist schon mal okay, aber da kann noch Graslandschaft dazu. Ja, das ist doch, das sieht doch gut aus. Dann packen wir da was hin und packen da was in die Ecke. Und können auch gleich hier noch was in die Ecke packen. Und dann vielleicht, ja, nicht gleich die ganz großen Bäume, sondern irgendwie was Handlicheres hätte ich gern. Ja, das sieht doch besser aus. So, dann hätten wir das auch. Dann sollte es denen jetzt halbwegs okay gehen. Abgesehen jetzt von Futter und Beschäftigung, da kümmern wir uns später mal drum. Gut, was haben wir denn jetzt noch so? Ich habe keinen Überblick, was wir eigentlich alles an Tiere haben. Ja, der afrikanische Elefant, also um den müssen wir uns auf jeden Fall noch kümmern, aber nochmal nach Wohlbefinden. Riesenbockkäfer, okay, wo befindet der sich denn? Hier drin. Wo ist denn das Problem? Temperatur. Okay. Na, das ist ja eigentlich schnell geregelt. In welchem Temperaturbereich leben die denn für gewöhnlich? 23 bis 36 Grad bei 40 bis 60 Prozent. Machen wir mal 30 Grad. Und der Rest müsste ja passen. Hier kann man auch noch ein kleines bisschen hochgehen. Jawohl, so, dann dürfte es dem bald besser gehen. Jawohl. Sehr schön. Gut, nächstes Tier. Oh je, oh je, oh je. Das wird ja was hier. So. Unsere gelbe Anaconda hat noch ein Problem. Wahrscheinlich das gleiche, oder? Temperatur und Feuchtigkeit. Naja, na klar. Was denn auch sonst? Gut, wir müssen ja mal ein bisschen runtergehen. Gehen wir mal auf 30 Grad und die Luftfeuchtigkeit muss hoch. Ziemlich hoch. Gucken wir mal, ob wir es damit jetzt halbwegs treffen mit 35 und 85. Mit 30 und 85. Jawohl. Das passt. Gut. Nächstes Tier. Niala, kümmern wir uns noch drum. Erdferkel, Erdferkel, Erdferkel. Die dürfen sich jetzt langsam erholen. Galapagos, Schildkröte, Giraffe passt. Da hat man uns schon drum gekümmert. Warzenschwein haben wir. Mandrills haben wir zufriedengestellt. Und Steppenzebras auch. Und die Tüpfelhyäne ist im Handelszentrum. Gut. Nur noch der Elefant. Was ist dein Problem? Du hast Riesenprobleme. Ernährungszustand ist mies. Und die Wasserfläche hier wird nicht gescheit gereinigt, wie es aussieht. Was haben wir denn hier? Wasser. Ja, unsere Wasseraufbereitung erreicht diese Wasserfläche nicht. Tja.
Das ist jetzt schlecht. Was machen wir da? Ich weiß, der braucht nicht unbedingt Wasser, aber er hat es jetzt einmal und da würde ich dem das auch so lassen. Aber wo kriege ich hier gegebenenfalls sind das hier Mitarbeiterwege oder was ist das? Das sind überhaupt keine passierbaren Wege, wie es aussieht. Oder? Na doch, müssen sie ja eigentlich. Was ist denn, wenn ich hier hinten dran... Hier kommen ja auf jeden Fall die Mitarbeiter hin. Was ist denn, wenn ich hier noch so ein Ding verstecke? Wenn ich jetzt hingehe, Einrichtungen und sage Wasseraufbereitung und platziere die hier hinten dran. Erstmal diese Struktur kann ich wieder nicht bearbeiten, ja, ist ja klar. Dann muss ich gucken, wie ich die hier ranbekomme. Könnte das klappen hier an der Stelle? Kriege ich die irgendwie so hin, dass hier der Weg angebunden werden kann? Ich weiß das gerade nicht. Würde ich die gegebenenfalls da mal hinstellen. Und berührt die... Ja, die berührt die Wasserfläche gerade. So, wenn ich das jetzt mache... Und gucke, dass ich jetzt hier noch einen Weg ranbringe, weil der muss auf jeden Fall noch. Na, was haben wir hier? Länge 3? Nee, lass mal. Na, ich hätte schon gern einen Mitarbeiterweg, danke. Geht das irgendwie? Na, nicht so richtig, ja. Blockiert, warum? Ach, was ist denn hier wieder blockiert? Ist doch doof. Ja, hier kann ich nicht nach unten. Tja. So könnte ich hier raus, aber das bringt mir auch überhaupt nichts. Hier komme ich ran. Ah, gut. Wenn ich jetzt hier... Ja! So, und hier komme ich jetzt auch noch ran. Jetzt passt das. Wunderbar. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das reicht. Und... Gewässer wird aufbereitet. Sehr schön. Jawohl, das hat gereicht. Sehr gut. So, welches Problem hat unser Elefant noch? Qualität der letzten Mahlzeit. Da können wir nach und nach dran arbeiten. Das Gehege hat ein Sauberkeitsproblem. Da können wir nach und nach dran arbeiten. Und hieran auch. Wie sieht es denn mit dem Gelände aus? Ziemlich gut. Wir müssen nur noch ein bisschen ausgleichen hier. Und ein bisschen ausgleichen. Wo haben wir, was haben wir noch zu viel? Sand. Jetzt haben wir wieder zu wenig kurzes Gras, aber das kriegt man auch schnell geregelt. So, gut, Pflanzen, das weg, das weg und dann passt das. Und dann sollten wir erstmal die vorhandenen Gehege halbwegs auf Vordermann gebracht haben. Und in der nächsten Folge, die ist jetzt schon länger geworden als geplant, gucken wir uns dann mal an, was wir noch für unsere Mitarbeiter und unsere Gäste tun können. Wir brauchen auf jeden Fall noch jede Menge Bildung für unsere Gäste und das werden wir wahrscheinlich als erstes angehen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ich bin jetzt raus hier. Haut rein!